Viktor Schlüter und Kerstin Schmidt sind hier von wirwissenalles.org. Da beschäftigen sie sich mit Antworten auf Überwachung und mit informationeller Selbstbestimmung, sind auch zum Beispiel in der Amnesty-Gruppe für digitale Menschenrechte zu finden. Worüber wissen Sie eigentlich alles? Einerseits über digitale Freiheiten, darüber, wie man eigentlich antwortet auf so Sätze wie "Ich habe nichts zu verbergen" und besonders wichtig darüber, wie man das anderen Leuten vermittelt. Nämlich anscheinend mit Partys statt Linux für die digitale Freiheit. Bitte schön, kommt ihr hoch? Jo, super. Cool, hallo. So, ja. Machst du mal? Ja, schön. Ja, also bei uns hat das ungefähr vor einem Jahr angefangen, dass wir uns mal zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, boah, das ist irgendwie alles ganz schön blöd. Und also vor allem, was wir sehr blöd fanden und was uns sehr aufgeregt hat, war, dass es immer noch der Fall ist, dass sehr, sehr viele Menschen der Meinung sind, ja, ich habe irgendwie nichts zu verbergen und ja, Privatsphäre ist irgendwie nicht so wichtig und irgendwie Überwachung ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Und dann haben wir uns überlegt, das ist blöd und das ist vor allem deshalb blöd, weil das Thema einfach ganz wenig Aufmerksamkeit kriegt, wenn man jetzt mal so insgesamt groß guckt. Natürlich so in diesem Raum schon viel, aber so im gesamten öffentlichen Diskurs. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, da müssten eigentlich einfach mal mehr Menschen drüber reden. So. Und da haben wir jetzt relativ viele Dinge dann getan im letzten Jahr dazu. Und dabei uns aber auch schon von Anfang an die Frage gestellt, ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Also, was muss ich da ändern? Wie gehen wir an die Sache ran? Und was können da irgendwie interessante Herangehensweisen sein? Und auf diese Fragen von uns haben wir dann irgendwie so ein bisschen Antworten gefunden im letzten Jahr. Und wir dachten uns so, das können wir hier mal vorstellen, vielleicht ist das ja irgendwie interessant für euch. Genau, deshalb stehen wir hier. Nochmal, um das so ein bisschen einzugrenzen, also wir beschäftigen uns oder wir hätten gerne, dass Menschen wichtig ist oder dass Menschen uns zustimmen, dass persönliche Daten irgendwie wichtig und wertvoll sind und wir hätten das gerne, dass Menschen bewusst ist, dass informationelle Selbstbestimmung eine wirklich schicke Sache ist und wie gesagt, wir haben das so ein bisschen irgendwie unter dem Begriff digitale Freiheit zusammengeschnürt, weil wir einfach finden, dass das ein bisschen positiver klingt und irgendwie so ein bisschen handlicher als diese sperrigen Begriffe. Jetzt so zu einem kurzen Schnelldurchlauf, irgendwie so was wir so gemacht haben das letzte Jahr. Ja, kannst du irgendwas. ja, mach mal noch mal eins zurück. Ja. Okay, also quasi, wie ich schon gesagt habe, es hat angefangen mit, wir fanden die Welt irgendwie blöd. Und dann haben wir uns halt erstmal gedacht, naja, warum ist das so? Also, dass es halt niemand interessiert. Und so ein bisschen unsere Interpretation von der ganzen Sache war, dass das halt leider immer noch viele Menschen halt nicht so richtig Lust haben, sich da jetzt mega irgendwie einzulesen oder dicke einzuarbeiten. Und dass wenn wir da Leute überzeugen wollen, dann brauchen wir halt vermutlich wirklich leicht verständliche Argumente, auf die sich Leute nicht erst drauf einlassen müssen. Deshalb haben wir dann wirwissenalles.org geschrieben. Das ist eine Website, wo wir im Prinzip in relativ wenig Text probieren, Menschen zu erklären, warum sie eben doch etwas zu verbergen haben und warum Überwachung manchmal keine so gute Idee ist. Das haben wir dann auch gemacht und dazu haben wir dann noch Sticker gedruckt und das war dann irgendwie auch ganz schick, aber irgendwie haben wir dann gemerkt, ja, so, jetzt haben wir da die Website und jetzt lesen sich das Menschen durch. Super. Hat auch nicht so viel gebracht, beziehungsweise wir brauchen da irgendwie noch mehr. Also das da hört es nicht auf, da fehlt noch mehr. Und dann haben wir dazu beim letzten Kongress eine Session organisiert, wo wir mit ziemlich vielen Menschen uns Gedanken gemacht haben, ja, irgendwie erstmal, wie können wir da irgendwie noch bessere Argumente finden und auf der anderen Seite, wie können wir das vielleicht irgendwie noch attraktiver machen. Zu den Argumenten mussten wir dann leider rausfinden, ja, so die perfekten Argumente gibt es leider einfach nicht. Also irgendwie so, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir rausgefunden, vermutlich ist es mehr so in die Richtung, dass wir das ganze Zeug irgendwie zugänglicher machen müssen und irgendwie attraktiver für breite Massen. Da haben wir uns überlegt, na, wie machen wir das dann irgendwie und haben jetzt im Juni eine Open-Air-Party auf dem Campus von der TU Berlin veranstaltet, wo wir halt ausprobiert haben, das mal so ein bisschen irgendwie anders zu präsentieren. Genau, so, drückst du mal auf weiter. Genau.
Und im Prinzip die drei Fragen, in die man das, womit wir uns so beschäftigt haben, gliedern kann, ist erstmal, wie erklären wir Menschen, dass digitale Freiheit irgendwie wichtig ist? Und dann, wie schaffen wir es, ein Bewusstsein dafür irgendwie so in die Breiten der Gesellschaft zu tragen? Und dann halt, wie schaffen wir es, das irgendwie interessant und attraktiv zu machen, dass sich Menschen für dieses Thema engagieren? Genau. Und ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Wie erklären wir Menschen, dass digitale Freiheit wichtig ist? Unsere Analyse oder wie wir das so ein bisschen wahrnehmen, was manchmal daran falsch läuft, wenn irgendwie Menschen probieren, das anderen Menschen zu erklären, ist, dass man von zu vielen Prämissen ausgeht. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie jemand, also tritt zum Beispiel auf, wenn ich irgendwie jemand erklären würde, möchte, warum Überwachung blöd ist, zum Beispiel jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung, und ich sage jemand, die Vorratsdatenspeicherung ist total doof, weil da werden deine ganzen Metadaten gespeichert. Dann kann es halt sein, dass jemand sagt, ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal, sind ja nur meine Metadaten, so die kann ja jeder gerne haben. Und deshalb glauben wir, dass man eher viel tiefer ansetzen muss und Menschen erstmal prinzipiell erklären muss, warum wirklich jeder etwas zu verbergen hat und warum persönliche Daten etwas Schützenswertes sind. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht für wirwissenalles.org, wie wir das irgendwie so ein bisschen aufbereiten können. Und wir wollten halt Argumente suchen, die sowohl schlagkräftig sind als auch simpel und sich trotzdem kurz und knapp darstellen lassen. Und da haben wir dann ein bisschen rumüberlegt und die Sachen, bei denen wir jetzt irgendwie so fanden, dass es ganz gut zieht, sind halt Dinge, wenn man über so Wege geht, wo viele Menschen so ein intuitives Gefühl haben für, ja, das ist irgendwie so persönlich und privat und da fühle ich mich so ein bisschen verletzlich. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, jemand weiß, wie du nackt aussiehst. Stell dir mal vor, jemand weiß, du hattest eine Abtreibung, du hast Scheidenpilz, du hast AIDS. Stell dir mal vor, jemand weiß, welche Sexpartner du hast, welchen Pornogeschmack oder ob du irgendwelche krassen Jugendphasen hattest. Ich glaube, das quasi, wenn man das auf diese Art runterbricht, erreicht man da viel mehr Menschen und kann ihnen zeigen, so, hey, es gibt Sachen, wo Menschen einfach Dinge zu verbergen haben und auch du hast das typischerweise. So ein bisschen zusammenfassend kann man da sagen, dass wir glauben, dass anschauliche und emotionale Sachen da immer besser ziehen als sachliche und abstrakte Dinge. Und dann haben wir noch ein Foto von der Website. Genau, die könnt ihr auf wirwissenalles.org euch auch gerne durchlesen. Wir freuen uns über Kritik und Rückmeldung und alles. Und dann haben wir noch diese Sticker, so ein bisschen durch die Gegend gestickert. Ja, so. Und den Rest erzählt jetzt Kerstin. Ja. Und zwar mache ich weiter mit unserer zweiten Frage, die wir uns dann gestellt haben. Und zwar, wie bringen wir dieses Thema eigentlich in die Breite der Gesellschaft? Denn das ist das, was wir ja eigentlich wollen. Beziehungsweise, wenn wir dann zuerst noch einen Schritt zurückgehen, wieso ist das Thema eigentlich bisher nicht in der Breite der Gesellschaft? Denn, naja, wir sind alle ständig online. Wir würden wahrscheinlich auch alle instinktiv sagen, Privatsphäre, ja, das ist mir irgendwie schon wichtig. Also was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass es trotzdem irgendwie in solchen, naja, ich nenne das hier mal eine Nische irgendwie bleibt und irgendwie nicht, ja, auf Spiegel jeden Tag in den Überschriften steht. Wir haben versucht, das irgendwie von verschiedenen Themen und verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, weil so einfach ist es natürlich nicht zu beantworten. Sind dann erstmal ein bisschen von diesem Generationenunterschied ausgegangen, denn einfach die Sensibilität, was unsere Daten angeht, ich glaube, das ist nicht das Gleiche so durch die Altersklassen der Gesellschaft hindurch. Wenn meine Mutter sich irgendwo im Internet anmeldet, dann liest sie sich genau diese AGBs durch. Manchmal meldet sie sich einfach irgendwo nicht an, weil sie sich die AGBs durchgelesen hat und dann sieht, was mit ihren Daten da eigentlich passiert, wo die weitergegeben werden und was damit gemacht wird. Und sie sagt dann einfach, nee, bestimmt nicht. Und unsere Generation, ich glaube, wir haben uns noch nie die AGBs durchgelesen, bevor wir uns irgendwo angemeldet haben. Und uns haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, was das für eine Masse ist an Daten, die wir da weitergeben und was für einen Wert die eigentlich haben. Das ist dann irgendwie so ein Zugangsfaktor zu diesem ganzen Thema, der unserer Generation dann irgendwie komplett abhanden kommt. Anderer Punkt ist, selbst wir haben, also das sind alles unsere persönlichen Erfahrungen und so, aber die Leute, die wir kennen, die sich mit dem Thema schon ein bisschen befassen und sich auch überlegen, ja, ich könnte mich da mal engagieren, ich könnte irgendwas machen, lassen sich oft von Klischees abschrecken. Und zwar diese Klischees, naja, wenn ich mich engagiere, das sind doch alles irgendwie so Männer, 40 plus und irgendwie, das ist alles irgendwie. Und selbst wenn sie dann keine Männer und 40 plus sind, dann zumindest Informatikstudenten, weil jemand anders interessiert das ja nicht. Und das hat zumindest in unserer Erfahrung dann wirklich auch ein paar Leute abgeschreckt, sich da mehr zu engagieren, was dann natürlich wieder so ein Teufelskreis ist. Dann haben wir uns gefragt, wieso existieren diese Klischees denn überhaupt, denn offensichtlich deckt das jetzt auch nicht den gesamten Bereich ab. Und sind dann darauf gekommen, das Thema ist bisher eben nicht wirklich im öffentlichen Diskurs vertreten. Und
wir reden so ganz selbstverständlich von Störerhaftung und von Quellen-TKÜ und Funkzellenabfragen und müssen uns das kaum noch erklären, aber wenn wir mit Menschen reden, die sich nicht jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen und das, ja, für die das einfach in ihrem Leben nicht relevant ist, naja, wir müssen diese Begriffe erstmal erklären und wir fangen da auf einer viel zu hohen Ebene an, diese Dinge irgendwie zu beleuchten. Und das heißt, dass ja, die Berichterstattung ganz allgemein sehr, sehr schnell entweder von einer sehr technischen Seite begangen wird oder von einer sehr juristischen Seite. Und beides sind aber nicht die Zugangskanäle, über die man die breiten Massen wirklich erreicht. Das heißt, ja, es ist eine hohe Eigenmotivation, eine hohe Eigeninitiative irgendwie erforderlich für so den Durchschnittsmenschen, um bei diesen ganzen Themen irgendwie up-to-date zu bleiben. Gerade weil wir gerade gesehen haben, mit was für einer Wucht da gerade die Gesetze durchgeprügelt werden. Das ist ja schon eine hohe Geschwindigkeit. Und wir müssen auch einfach mehr darüber reden, nicht nur über diese technischen und juristischen Sachen, sondern auch darüber, was macht das mit uns als Individuen, was macht das alles mit uns als Gesellschaft und auch unsere Demokratie. Und das fehlt irgendwie momentan noch ein bisschen. Und dann ist natürlich aber die Frage, naja, darauf wollen wir uns irgendwie auch nicht ausruhen, sondern wie schaffen wir das dann, dieses Thema attraktiv und interessant für die breiten Massen zu machen. Wir waren beide, bevor wir uns bei Amnesty für digitale Menschenrechte engagiert haben, schon in der Hochschulgruppe der TU. Und ich weiß nicht, ob ihr die Amnesty-Herangehensweise kennt, aber es ist ja dann oft so, dass man dann auf der Straße von der Seite angelabert wird und von irgendwelchen Sachen überzeugt werden und Spenden sammeln und Unterschriften und alles. Und wir haben festgestellt, das ist nicht so der Weg, wie man Menschen davon überzeugt, für irgendein neues Thema offen zu sein. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das denn besser machen? Was wären denn Wege, wie wir irgendwie Menschen in so einem offenen Raum abholen können und ihnen ein neues Thema näher bringen? Und wir sind dann irgendwie zu Kunst und Musik gekommen, denn wenn ich in eine Ausstellung gehe oder ins Theater, dann bin ich ja, ich gehe ja mit einer Einstellung hin, dass das neue Eindrücke sind, dass das irgendwie neue, ja, ganz neue Weltsichten teilweise auch sind und ich bin offen dafür. Und genauso, wenn ich auf ein Open Air gehe, um zu tanzen, dann stelle ich mich auf diese Musik ein, auf die anderen Menschen um mich rum. Ich habe auch die Zeit, die ich mitbringe und bin eben nicht gerade auf dem Weg irgendwie zur Arbeit oder zum Einkaufen. Und wir haben uns überlegt, können wir das irgendwie schaffen, diesen offenen Raum zu nutzen, um Menschen dieses ganze Thema rund um digitale Freiheit näher zu bringen. Und ja, wie ich vorher schon meinte, Open Air war dann irgendwie für uns so der Ansatzpunkt. Das heißt, wir haben dann Anfang Juni an der TU in Berlin ein Open Air mit dem Titel Tanz für digitale Freiheit veranstaltet und haben da eben versucht, ja, unsere Ideen, also mal geguckt, ob diese Ideen auch wirklich fruchten und ob das wirklich was bringt. Und wir haben uns dann davor einige Stunden und Wochenenden hingesetzt und Überwachungskameras wie diese gebastelt, um dieses ganze Thema einfach mal anschaulich zu machen, weil diese Überwachung ist ja meistens sehr abstrakt und irgendwie im digitalen Raum, findet aber natürlich auch in der realen Welt statt. Außerdem haben wir hier das ist im Hintergrund, das ist so ein Gesetzeszeitstrahl, da haben wir uns durch sehr, sehr viele Netzpolitik.org-Artikel gewälzt und diese ganzen Gesetze der letzten Wochen und Monate mal prägnant auf den Punkt gefasst, zusammengefasst. Außerdem haben wir versucht, das Thema mit irgendwie Themen zu verknüpfen, die schon allgemein anerkannt sind und für sie sich schon Menschen aussprechen. Zum Beispiel sexuelle Selbstbestimmung. Denn wir sind uns irgendwie alle einig, so, ja, natürlich ist das mein Körper, ich entscheide darüber, natürlich ist es mein Sex, ich entscheide darüber. Meine Daten? Eigentlich will ich darüber auch entscheiden. Und ja, dann wollten wir irgendwie darüber noch eine Verknüpfung kriegen. Das Open Air lief im Prinzip auch echt gut. Also wir hatten so ein bisschen dann die Kritikpunkte, naja, da kommen auch dann sowieso nur Menschen, die tanzen wollen und nicht digitale Freiheit irgendwie erfahren wollen. Klar, war auch so, war im Prinzip aber auch genau das, was wir wollten, weil wir da doch eben viele Menschen hatten, die noch nie was von digitaler Freiheit und Überwachung gehört haben oder naja, sich nicht damit auseinandergesetzt haben und dadurch da so ein bisschen reingestoßen wurden. Was wir aber denken, was immer noch fehlt, um dieses ganze Thema wirklich attraktiv zu machen und Menschen dazu zu bringen, sich wirklich dafür zu engagieren, sind Menschen, mit denen man sich identifizieren kann. Und dann gibt es natürlich in jeder Subkultur auch immer viele Menschen, die sich mit dem Thema an sich gar nicht so richtig identifizieren, aber einfach mit der Gruppe von Menschen, die hier außen rum schwebt und so diesen Lifestyle, nenne ich das mal, irgendwie cool finden und so dabei sein wollen. Und das fehlt bisher diesen ganzen Bereich eben noch. Wir nehmen uns immer so ein bisschen die Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung als Vorbild, die ja damals aus diesem richtig kleinen Öko-Kern kam und dann ein paar Jahre später 10.000 Menschen auf die Straße gebracht hat. Und jetzt haben wir die Energiewende, also wirklich eine politische Veränderung des Ganzen. Und das ist ja im Prinzip das, was wir eigentlich auch wollen, wo wir aber bisher noch ziemlich weit davon entfernt sind.
Die Anti-Atom-Bewegung hat aber genau das, was uns gerade noch fehlt. Es hat diese positiven Bilder, diese Mädchen mit Blumen in den Haaren und Jungs mit Joints in der Hand und diese rosa, wir haben uns alle lieb, Blase außenrum und wirklich diese Emotionen und diese Verbundenheit. Und das brauchen wir irgendwie noch. So, und weil wir da bisher noch keine wirklich zufriedenstellende Antwort dafür gefunden haben, wie wir das denn schaffen können, sind wir gerade dabei, an der TU eine kleine Gruppe zu, oder naja, hoffentlich nicht mehr lange kleine Gruppe zu gründen, um uns gemeinsam genau diesem Thema anzunähern und uns gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir das denn jetzt, dieses Thema wirklich aus diesem Raum herauszubringen und wirklich in die Masse der Gesellschaft zu bringen. Hier seht ihr unseren ersten kleinen Gruppenausflug zur Demonstration gegen die Vorratsdatenspeicherung letzte Woche. Und ja, so, das war unser Weg bisher. Die Zusammenfassung unserer Erfahrungen und das, was wir daraus bisher irgendwie gelernt haben, nochmal kurz. Wir wollen eben keine Prämissen, sondern wirklich Menschen da abholen, wo sie jetzt stehen und ihnen Sachen von Grund auf erklären und hoffentlich eine Relevanz schaffen. Wir wollen weniger inhaltliche Barrieren, also keine Fachwörter verwenden und keine sehr abstrakten juristischen und technischen Begriffe. Weniger soziale Barrieren, also ein angenehmes Umfeld schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen und Lust haben, wirklich mitzumachen. Und vor allem, das ist vielleicht gerade noch die größte Herausforderung, Emotionen und positive Bilder, um diese ganze Bewegung zu füllen. Ja, das war's von uns. Vielen Dank. Danke. Habt ihr noch Fragen an die beiden? Jawohl. Hallo. Ich finde es ganz schön alles, aber was mich irritiert, ist die Überschrift des Titels, weil ich frage mich, warum nicht Linux? Ja, das haben wir nicht so deutlich irgendwie entschärft, wie wir das eigentlich entschärfen wollten hier in unserem Vortrag. Also gemeint ist das, also quasi unsere Wahrnehmung, also wir kennen Menschen, die irgendwie mal so in diese, zu solchen Sachen gegangen sind und die haben sich dann davon voll abschrecken lassen, dass Leute gleich irgendwie probiert haben, ihnen irgendwie 10 neue Tools zu installieren und ihnen halt, also quasi, wir glauben, es gibt Menschen, die haben Lust, sich mit der politischen Komponente von diesem Zeug zu beschäftigen, die haben aber keine Lust, sich mit den technischen Details zu beschäftigen und die verlierst du, wenn du anfängst, ihnen die technischen Hintergründe zu erklären. Und wir sind voll für Linux, aber ich glaube, es ist halt wichtig, quasi dieses Thema auch auf einer Ebene irgendwie zu entwickeln und auch dieses Thema quasi auf einer Ebene zu bearbeiten, indem man sagt, quasi, Leute, ihr müsst euch nicht irgendwie neue Technik installieren, lasst das alles, aber quasi, es muss relevant werden, damit da irgendwie quasi wirklich Öffentlichkeitsdruck entsteht, weil ich glaube, es ist relativ illusorisch, dass wir auf einmal irgendwie in den nächsten 5 Jahren eine riesige Abdeckung von Linux-Usern in Deutschland haben. Was wir aber brauchen, sind halt einfach deutlich mehr Menschen, die das Thema juckt, so, damit da halt mal Öffentlichkeitsdruck entsteht. Und so ein bisschen war das gemeint. Wir wollten niemanden verletzen oder irgendwie auf die Füße treten. Okay, hat noch da. Und hier. Erstmal. Ich finde den Ansatz sehr, sehr geil. Und wollte mal fragen, bei dem TU-Abend, bei der Party, habt ihr da mal unabhängig von der Party oder auch währenddessen, aber vor allen Dingen danach, ein paar Leute abfassen können, dass der Begriff einerseits sexier wird oder generell die Thematik, darum geht es ja auch, und andererseits, ob die Leute da tatsächlich so ein Interesse für entwickeln oder das für, oder über Pi mal Daumen, wie viel Prozent ungefähr sozusagen da eher sagen, ist eine Party und das ist nett und gleichzeitig so ein paar immer noch mit abschöpfen können, die sich tatsächlich für das Thema so ein bisschen mal näher interessieren und da mal tiefer reingehen wollen. Und die zweite Frage ist, wiederholt ihr das? Plant ihr sowas zu wiederholen? Soll ich? Also zur zweiten Frage erstmal ja, auf jeden Fall. Es gibt noch kein genaues Datum und alles, aber du kannst entweder auf der MSTTU Berlin-Seite werden wir das irgendwie dann offiziell machen, wenn es das gibt. Zur ersten Frage, also wir hatten danach einen neuen, der bei unserem Amnesty-Treffen dabei war und wirklich explizit durch diese Party dann gemeint hat, ja, voll cool, dass es euch gibt, ich will mich da auch engagieren. Und sonst, es war wirklich, also wir hatten das zusammen mit einer Open-Air-Crew gemacht, die wirklich sonst einfach nur diese Partys machen und die meisten von diesen Menschen, die bei uns waren, waren wirklich nur von dieser Open-Air-Crew. Und das sind halt wirklich so Party-People, die mit Politik und Überwachung überhaupt nichts zu tun haben und weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich Menschen hatten, die wir danach irgendwie
bekehrt, überzeugt hat. Also ich, mir bei dieser Party ging es mir persönlich nicht darum, Menschen zu bekehren, aber ich würde sagen, es gab einen ganzen Haufen von Menschen, die das wenigstens mal gehört und gesehen hatten danach. Also das haben wir jetzt hier gar nicht gezeigt. Wir haben zum Beispiel auch so Zeug gebaut wie einen Röhrenfernseher, der quasi per Funk ein Bild von der Kamera gekriegt hat und da haben wir da so Gesichtserkennungsrahmen um die Gesichter gemalt. Und das waren einfach Sachen, quasi wenn man den Abend auf der Party gewesen ist, das kann man nicht gesehen haben. So. Und wir haben von einer Reihe von Menschen gehört, boah, wie cool. So. Und das waren dann vielleicht auch nur wenige. Aber was ich vor allem mal wichtig fand, ist, dass es mal einfach eine breite Masse von Menschen überhaupt mal so das gibt es überhaupt. Also von der Existenz von diesem ganzen Zeug mitgekriegt haben. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Natürlich konnten wir jetzt nicht irgendwie strategisch ein Zehntel der Leute fragen, und wie war es davor, wie war es danach. So. Aber ich hatte ein relativ gutes Gefühl, dass ziemlich häufig irgendwie Leute zu uns kamen, uns gefragt haben, hey, was macht ihr hier? Oder uns auch einfach gesagt haben, ey, voll geile Aktion. So. Wir hatten da auch so einen kleinen Krypto-Party und Technikstand und ja, wir haben so ein Ding gemacht mit, wenn ihr eine verschlüsselte E-Mail an die Bar schickt, dann kriegt ihr ein Freibier dafür. Und da waren dann auch ein paar Leute dabei, die sich gegen dieses Pilotprojekt am Südkreuz eben gerade aussprechen. Und da hat sich immer so eine kleine Diskussionsecke gebildet. Und das war total cool und spannend zu sehen, dass da immer Menschen, also das war dieses, dieses Bild. Also diese Ecke war halt wirklich immer voll mit Menschen, die da diskutiert haben. Und auch dieser Zeitstrahl kam wirklich gut an. Da standen immer Menschen davor, sich das angeschaut haben. Und das waren tendenziell Menschen, die sonst mit dem Thema sich nicht befasst hätten. Also insofern, ja, ich glaube, es hat schon ein Stück weit was gebracht. Cool, danke. Die nächste Frage sitzt noch hier hinten. Hey, ihr wollt ja, wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen so einen neuen Weg gehen und euch irgendwie auch bewusst irgendwie was Neues setzen oder einen neuen Punkt setzen? Oder das ist dann auch meine Frage, inwiefern wollt ihr euch sozusagen von anderen Gruppen oder von anderen Initiativen unterscheiden oder wie wollt ihr euch da einbetten oder eben auch nicht? Also was ist sozusagen, wollt ihr anknüpfen oder wollt ihr so Einstiegsprogramm sein und dann weiterleiten? Also wie verortet ihr euch so in der Landschaft, die es schon gibt von Filmemachern oder Aktivisten und so weiter? Ja. Also ich glaube prinzipiell, abgrenzen möchten wir uns natürlich gar nicht und natürlich auch immer irgendwie mitmachen und vernetzen in alle Richtungen und alles. Ich würde sagen, was wir so probieren, ist Leute zu erreichen, die sonst niemand erreicht hätte. Also wir glauben oder in unserer Wahrnehmung, zumindest in meiner, gibt es da einfach quasi noch Massen da draußen, in die, ich sag mal, die bestehende Infrastruktur, von der du gerade gesprochen hast, so irgendwie schlecht rankommt. Und also quasi, ich würde halt gerne so ein bisschen, ne, so diese Barrieren oder das einfach wahrscheinlicher machen, dass noch viel mehr Menschen da mal irgendwie so ein bisschen mit da mal drankommen. Und quasi dieses mit irgendwie Partys schmeißen und so, ist mir jetzt nicht bewusst. Also ich kenne keine anderen Gruppen, die das so, also so machen. Deshalb, ich weiß jetzt nicht genau, also wir grenzen uns davon gar nichts ab, aber wir sind halt nicht Krypto-Party, so, sondern probieren das halt quasi auf einer nicht technischen Ebene irgendwie Leuten damit irgendwie so zu erklären, was da passiert. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Ja. Ja, okay. Ja, okay. Wenn ich schon mal hier hinten bin, gibt es auch noch eine Anmerkung? Genau, keine echte Frage, sondern eigentlich mehr eine Bitte. Wenn ihr irgendwann das gefunden habt, das einfache Bild, das symbolisiert, die digitale Freiheit, ja, also die Robbenbabys und die Chlorhühner der Überwachungsdebatte, dann gebt doch bitte Bescheid, weil wir tun uns wahnsinnig schwer damit, Bilder zum Thema Überwachung und Datenschutz jedes Mal wieder aufs Neue zu bebildern, also mit wirklich echten Bildern. Wenn ihr sie gefunden habt, dann sagt Bescheid. Okay, machen wir. Genau, wir erinnern uns an Siski, richtig funktioniert das nicht. Gibt es noch eine Frage? Sieht gut aus. Dann vielen, vielen Dank an euch, dass ihr hier wart, euch vorgestellt habt und ja, mitmachen würde ich sagen.